Meine lieben Mittelalterfreunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit Medieval Dynasty, wie soll es auch anders sein. Mit dem Spiel, was es mir momentan sehr angetan hat. Die letzte Folge war ein bisschen zäh, da wir wirklich mit Jagen beschäftigt waren. Heute möchte ich gerne wieder was bauen. Und wir gucken mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Guck mal, hier ist noch unser Feuer. Voll gut. Man kann da sogar schlafen? Was? Okay, das habe ich nicht gewusst. Vielen lieben Dank übrigens für die ganzen zahlreichen Kommentare wieder. Es war mir wieder eine Freude, die alle zu lesen. Ich habe tatsächlich noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verwaltung der Gebäude. Das muss ich mal eben so zugeben. Mir ist das noch nicht ganz klar, was ich da anklicken muss, damit das alles rund läuft. Stück für Stück kriegen wir das schon hin. Ich möchte da auch nicht irgendwie durchhetzen oder so. Ich möchte das ganz, ganz entspannt spielen. Und wenn dann mal eben da 100 Folgen aus diesem Projekt werden, dann ist das so. Vielleicht auch mehr. Da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Aber ihr dürft natürlich wie immer eure Gedanken in den Kommentaren mit mir teilen und den einen oder anderen Tipp geben. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Gemeinsam kriegen wir das schon geregelt hier. So, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Essen gemacht. Das hauen wir uns jetzt rein. Mal sehen, reicht das schon? Oha, nee. Wir haben richtig Hunger. Immer noch nicht voll. Wahnsinn. Jetzt vielleicht? Ja. Fast. Okay. Wir werden jetzt zurück in unser kleines, aber feines Dorf gehen. Und dann gucken wir mal, was wir da gleich so Schönes machen können. Ich tendiere aktuell dazu, zu gucken, dass ich diese Samen, die wir bekommen haben, dass wir die einpflanzen. Irgendwie. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir das hinkriegen. Aber wir brauchen erstmal Brennholz, ne? Und ihr habt mir geschrieben, bei minus 100 ist die gute Bogner weg. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir uns dann mal eben drum kümmern. So, wir nehmen uns mal hier so einen Holzstamm oder auch zwei. Oder auch drei. Und machen ein bisschen Brennholz. So. Können wir ruhig ein paar mehr machen. Zack. So. Okay, mehr können wir nicht. Einfach Säckchen. Aha. Holzhacke. Okay. Interessant. Interessant. Das könnte schon das sein, was ich haben möchte. Ich werde nochmal im Baum fällen. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Na? Kann ich die nicht zerteilen? Was? Ist die zu klein oder wie? Da jetzt. Okay. Das war ein Missverständnis. So. Da, Hacke. Holzhacke. Okay. Und ihr habt mir auch geschrieben, ich soll mehr Speere herstellen für die Jagd. War auch ein guter Tipp von euch. Weil die gehen wirklich sehr schnell kaputt. So, aber jetzt gehe ich mal eben hier rein. Guten Tag, Bogner.
Oh, ich mach dir das ein bisschen muckelig warm, wenn du nichts dagegen hast. Und jetzt kriegst du von mir Brennholz. Kannst du heizen, bis du braun bist. So, Fleisch mache ich hier auch noch. Wenn es denn geht, ja. Sie soll ja nicht hungern. Zack. Und zack. So. Ja, bei uns wird viel gegrillt. So, komm mal her. Dann kriegst du jetzt gebratenes Fleisch. 5 Stück, bitteschön. So, braucht sie sonst noch was? Ich weiß es leider nicht. Guck mal hier, Pflaumenbaum-Setzling. So, jetzt ist sie nur noch ein bisschen traurig. Wo ist sie jetzt hingegangen? Bogner, Schätzelein, wo bist du? Komm mal her, ich muss mal mit dir reden. Ich muss dich ein bisschen moralisch aufbauen. Oha, sie will nicht mit mir reden. Oh oh. Wenn Frauen nicht mit einem reden wollen, hat man meist was ausgefressen, ne? Oder wie war das? Eieieiei. So, Hasenfalle ist wieder aktiv. Das ist gut. Ich versuche das nochmal. Ich gebe ja nicht auf, ne? Ah, okay. Sie möchte schlafen. Hab's verstanden. Alles klar. Dann schlaf man. So. Nicht genügend Rohstoffe. Trinkschlauch mit Wasser. Ach, Manno. Na gut. Was haben wir hier? Oha! Wir haben 20 Fleisch? Hat sie uns Fleisch besorgt? Ey, wie geil ist das denn? Hat funktioniert. Ich werd verrückt. Trockengestell. Trockenfleisch. Und jetzt wird das da zum Trocknen quasi aufgehangen, denke ich mal, ne? Machen wir jetzt Beef Jerky oder so ähnlich. Maddie Jerky. Okay, pass auf. Wir haben mal eine Fackel an hier, sonst sehe ich nämlich nichts. Ja, okay. Scheint zu funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir uns erstmal hin. Gegessen haben wir, getrunken haben wir. Ja. Dann machen wir ein Schläfchen. Bis zur nächsten Jahreszeit. Okay. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Die Rippen. Ah, Quest gescheitert. Alte Lumpen. Okay. Mist. Nicht gut. Oh! Wir haben Schnee. Ach, du Heiliger. Ich geh mal schnell gucken, ob Bogner noch da ist. Ja. Guck mal, sie hat nur noch minus 70. Das ist gut. Lass dich mal genauer ansehen. In letzter Zeit. Unterhalten. Wie war dein Tag bisher? Der Winter ist gar nicht so schlecht. Sieh es von der positiven Seite. Es gibt weniger Feldarbeit zu erledigen und du kannst mehr Zeit in deinem warmen, gemütlichen Zuhause verbringen. Es ist außerdem die Jahreszeit der langen Geschichten und der Unterhaltung am Feuer. Okay. Was beschäftigt dich im Moment? Die Zeit vergeht hier im Tal langsam. Ich vergesse sie oft und verliere mich leicht. Zum Glück bringt mir der Wechsel der Jahreszeiten immer wieder auf die Spur. Oh ja. Was macht einen guten Tag aus? Die Tatsache, dass er anders ist als der Tag davor. Das ist meine neue Lebenseinstellung. Ich habe mit kleinen Dingen angefangen. Zum Frühstück habe ich Karotten gegessen, anstatt Kohl. Okay. Ja, Romantik ein bisschen flirten auch. Du bist mir aufgefallen. Darf ich etwas fragen?
Ich liebe die Küche hier. Was ist dein Lieblingsessen? Ist Wein ein Essen? Was sage ich da? Natürlich ist er das nicht. Dann eben Met. Okay. Letzte Nacht hatte ich diesen seltsamen Traum. Ich war dabei, ein Haus zu bauen, aber jemand anderes hatte die Kontrolle über meinen Körper und sah durch meine Augen. Dann hörte ich diese seltsame Stimme, die klang, als käme sie von weit her. Sie sagt, Mist, er hat schon wieder Hunger. Sehr merkwürdig, oder? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe oft einen Traum, in dem ich mich überhaupt nicht bewegen kann. Ich starre einfach nur mit weit ausgestreckten Armen ins Nichts. Das ist wirklich gruselig. Have a good day. Ja, wir verstehen uns. Gut. Das bringt jetzt meinen Plan voll durcheinander. Ich war jetzt nicht auf Winter eingestellt. Okay. Aber ich probiere das trotzdem mal. Okay, hier gibt es Möbelfallendekoration, Sitzgelegenheiten, Tische. Oh, und ich muss mich aufwärmen. Okay, warte. So. Landwirtschaft. Feld. Oh, Temperatur. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, beginnst du an Gesundheit zu verlieren. Um dies zu vermeiden, musst du dich dem Wetter entsprechend kleiden. Wärmere Kleidung, das Aufsuchen eines Unterschlupfs, das Benutzen einer Fackel oder das Sitzen am Feuer können dir dabei helfen, dich warm zu halten. In Situationen, in denen du überhitzt bist, solltest du deine Kleidung gegen eine leichtere austauschen, um dich abzukühlen. Eieiei. Okay, warte mal. Okay, guck mal, wir können hier jetzt, können hier irgendwas bauen. Einmal eins. Felder setzen sich aus einer oder mehreren Parzellen zusammen. Auf jeder einzelnen kann eine andere Pflanzenart stehen. Es erfordert mehrere Arbeitsschritte, um Felder mit Gemüse oder Feldfrüchten zu bestellen. Roden, düngen, pflügen, säen, ernten. Ach, du ahnst es nicht. Ja, ich glaube. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ungepflügt. Ja, jetzt fehlt uns Dünger. Okay. Ja, das ist doof. Schade, ich hatte mich schon gefreut, weil ich habe ja diesen Setzling gefunden. Aber warte mal, ich probiere mal das hier. Aha. Guck mal, wir können Schotterweg machen. Wie cool. Na, das gefällt mir doch. Bisschen Terraforming. Macht schon Spaß. So. Guckt euch das an. Wir können einen Schotterweg machen. Oh, wir frieren. Warte mal, ich mach mal die Fackel an. So ist besser. Okay, aber das hilft mir gerade auch nicht. Was ist denn Gatter? Ah ja, okay, das ist Zäune. Steinmäuerchen. Oha. Gebäude. Jagd. Lager. Nahrungsmittellager kann ich noch nicht bauen. Materiallager. Brauchen wir das? Ich bin mir nicht sicher. Dienstleistung. Gewinnung. Gewinnung, Brunnen.
Holzschuppen. Ja, hier, Holzschuppen. Holzschuppen ist gut. Holzschuppen gefällt mir. Den müssen wir aber so machen, dass der nicht im Weg ist, ne? Müssen wir dich gleich hier alles dicht pflastern. Machen wir den hier hin? So. Okay, wir brauchen Steine. Ah, das ist lustig. Jetzt habe ich die Fackel und ich friere nicht mehr. Aber was halt auch krass ist, ne? Man sieht nicht mehr so gut, wo die Steine sind. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Durch den Schnee, ja? Na. Zack. Nehmen wir alle mit hier. So. Und da sind wir wieder überladen. Aber sieht schon cool aus, wenn man jetzt hier so läuft und sich das so anguckt, ne? Mit dem Schnee. Gefällt mir. Bogner ist mir auch noch nicht abgehauen, da bin ich auch sehr froh drüber. Bin ich nicht so alleine. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das hier so uneben ist. Ich hoffe, dass man das irgendwann später begradigen kann. Da rutscht man ja aus bei Schnee. So. Okay, Holzstamm. Hier werde ich jetzt ein paar Bäume wegnehmen. Wenn ich denn... Da. Steinaxt auf die 3. Ja, hier, der kam weg. Der ist sowieso im Weg. Zack. Baumfällt! Zack. Zack. Den nehmen wir auch noch weg. So. Puff. Na. Oha, jetzt sind wir aber richtig überladen. Einer fehlt noch. Okay. Kriegen wir auch hin. So. Pong. Na, komm her. So. Okay, Moment. Oh, was ist das da hinten? Ist das ein Luchs? Hätten wir jetzt jagen können, ne? War ich nicht auf Zack. Aber das Holzschüppchen hier, das hätte ich auch schon ganz gern. Ich denke, das ist okay. Machen wir das nämlich zuerst. Wer weiß, was uns das wieder für einen Vorteil bringt.
Holzschuppen. Anschlagtafel. Was kann ich da jetzt mitmachen? Ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Arbeiter, die hier tätig sind, liefern Holzstämme und Stöcke. Auch Bretter und Brennholz werden hier gefertigt. Ach was. Ja, das ist ja mega. Könnten wir rein theoretisch jemanden noch versuchen, hierher zu kriegen, der uns hier ein bisschen unterstützt? Okay. Da müssen wir wohl mal wieder in die Stadt oder ins nächste Dorf. Guck mal, einfaches Säckchen. Werde ich mal machen. Ich glaube, das Ding braucht... Ja, neues Gebäude freigeschaltet. Ich hab's gewusst. Können wir die Werkstatt herstellen? Okay. Gebäude. Produktion, da. Werkstatt. Produktionsgebäude. Oh, also langsam wird das aber voll hier. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter hier hinten hin. Hier sieht das gut aus. Ja, genau. Machen wir schön hier. Platzieren. Trophy. Kleiner Bauernhof. Und wir brauchen wieder Holzstämme. Okay. Kein Problem. Das haben wir ja mittlerweile drauf hier. Mit dem Bäumchenfällen. Batz. So, aber ich weiß immer noch nicht, warum ich schon wieder so heftig überladen bin, ne? So viel habe ich doch gar nicht in mir drin. Komm mal her. Zack. 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 So. Jawohl. So, einmal zerkloppen hier. Huch. Nein, nicht mit der Faust. Das gibt nur kaputte Finger. So. Ja, ich kann nicht... Ich kann mich nicht bewegen. Okay, warte mal. Wir müssen mal eben kurz was wegpacken. Packen wir das Brennholz weg. So. Zack. Sehr gut. Oh, der hängt fest. Schön vorsichtig. Nicht, dass er mir auf den Fuß fällt hier. Das wäre nicht so gut. Dann gibt's einen dicken Onkel. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie die Werkstatt gleich aussieht. So, hier. Okay, drei Stück noch. Nehmen wir den hier noch. Komm her. Und jetzt ist meine Axt kaputt.
Machen wir uns schnell eine neue. So. Die müssen wir jetzt wieder einmal ausrüsten, glaube ich. Ja, Steinaxt. Oder? Nee, brauchen wir gar nicht. Die ist war noch drin. Okay. Alles klar. Pong. So, Holzstamm. Holzstamm. Huch. Nein, jetzt habe ich einen Holzhammer gemacht. Okay. Egal. Ich habe mich verklickt. So. Wir lassen auch immer schön die Stümpfe stehen, damit das alles wieder nachwachsen kann. Zweige, ja. Okay, wie viel braucht man noch? Kann man gar nicht sehen, ne? Okay, einen. Einen. Pass auf. Oh, da ist ein Wildschwein. Oder sowas ähnliches. Ne, das sind Büffel, ne? Ei. Holzstamm. Holzstamm. Ja, okay. Komm her. Ah, okay. Stroh. Hm. Kein Problem. Haben wir genug. Wir waren ja wieder auf Zack und haben ein paar auf Lager gelegt. So. 3, 2, 1. So. Wie sieht's hier aus? Okay, Stroh können wir schon mal reinmachen. Zack. Ja. Uiuiuiui. Okay, jetzt brauchen wir noch Baumstämme. Mal wieder. Was auch sonst. Ich habe ja irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich hier die ganzen Bäume wegknalle, ne? Aber gut. Nützt nix. Wir müssen ja vorankommen hier mit unserer Dynastie. So, ich nehme erstmal wieder 2. So. Komm mal her. So. Und Bauarbeiten abgeschlossen. Ta-ta-ta-ta, wir haben eine Werkbank. Vase mit Blumen. Weiden aus... Oh, wieder so viel zu bauen, ey. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich bin einfach nur begeistert. Wir haben 2 Gebäude gebaut. Voll gut. Dann können wir ja jetzt gucken, dass wir hier noch ein bisschen Verstärkung rankriegen. Ah, hier. Brennholz, nehmen wir mit. Das hauen wir uns gleich. Oder das hauen wir gleich bei Bogner rein. Schluck trinken. So. Kein Arbeiter. Okay, ihr habt mir gesagt, dass man den auch aktivieren muss, ja. Das habe ich jetzt, jetzt habe ich es auch gesehen. Wir machen hier mal trotzdem schon mal ein bisschen auf 100%. So. Zack. Holzschuppen. Okay, wir haben wieder Punkte, ne? Oder täuscht das? Jagdhütte, Steinspeer, Vogelfalle, Dachsfell, Holzlagerfeuer, Kräuterhütte, Fischerhütte. Ach so, wenn man alle Dinger hat davon, dann kriegt man die Hütte, oder wie?
Oder braucht man da nur eins von kaufen? Scheune. Hühnerstall. Schweinestall. Steckt da noch nicht so ganz durch, deswegen, Näherei. Schmiede. Aha. Okay, warte mal. Nein, verdammt. Nicht genug Technologie, okay. Also muss man immer von oben die nach und nach kaufen, ne? Nee, muss man nicht. Blumentopf aus Stein. 100 Punkte. Flechtzaun. Sitzbaumstumpf. Stockgatter. Ja komm, ist egal. Wir machen einfach mal. Stockgatter. So. Nicht genug Münzen, alles klar. Sehr gut. Okay. Dann, packe ich das Brennholz hier schon mal rein. Zack. So, bitteschön. Und dann würde ich sagen, speichern wir hier und beenden die... Ja, wir beenden diese Folge dann jetzt hier und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei. Aber für heute soll es das gewesen sein und ich verabschiede mich dann nun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.